Willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Heute mal ein kleiner anderer Start. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das so ein bisschen hier, wie das so aussieht, wenn ich mich hier ins Spiel einlogge. Ihr seht hier meine verschiedenen Charaktere. Gut, das habe ich euch am Anfang schon mal gezeigt. Das wollte ich euch auch gar nicht unbedingt zeigen. Das ist also praktisch hier der Login-Bildschirm. Ich klicke hier auf Spielen. Und was ganz interessant ist, das werdet ihr gleich sehen. Das war früher nämlich alles ein bisschen anders. So, jetzt lädt er erstmal, das ist klar, das war früher auch schon so. Ich hoffe, dass er jetzt einigermaßen schnell lädt. Aber es sieht doch ganz gut aus. So. So, ihr seht hier zwei Meldungen. Willkommen bei EverQuest 2. Hier gibt es die Nachricht des Tages und so weiter. Eine ganze Menge anderes Zeug. Hier kann man Gegenstände kaufen. Was ist dann das Schönes? Untersuchen. So, wenn ich jetzt hier die Taste drücke, dann kann ich mal gucken, wie die aussieht, wenn ich das anhaben würde. Also das ist so ein Rüstungsset, das kann man kaufen, das sieht aber irgendwie... naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gut, das machen wir wieder weg. Also hier kann man Gegenstände kaufen im Spiel. Ja, und man sieht halt andere Neuigkeiten. Gut, das können wir wegklicken. Was ich euch aber zeigen wollte, das ist hier der Forschungsassistent. Erforschung von betäubende Kälte, Master abgeschlossen. So, wir klicken jetzt hier auf, was klicken wir denn? Wissen. Dann haben wir hier nämlich ganz rechts die Forschung. Das heißt, betäubende Kälte ist abgeschlossen. Den kann ich jetzt anfordern. Das ist ein Zauberspell. Ihr seht den hier unten, das ist der. Und der ist momentan auf Experte. So, und den kriegen wir jetzt auf Master. Also das heißt, es ist eine Stufe besser. Und jetzt können wir uns nächste Forschung aussuchen. Der Forschungsassistent ist dafür da, deine Zaubersprüche zu verbessern. Die konnte man früher nur verbessern, indem man eine ganze Menge Kohle dafür hinlegt. Heute geht es auch so. Allerdings hat jeder Spell auch eine gewisse Wartezeit. Umso höher dieser Spell, umso höher im Level und umso höher in der Güte, umso länger muss man warten. Ich schaue jetzt erstmal hier, was wir da noch haben. Also das ist auch schon ein Meister. Wir haben hier einen Meister. Nochmal ein Meister. Alles Meister schon fast. Großmeister sogar. Also ein Großmeister-Zauberspruch-Ding. Das ist eine Belohnung vom Spiel. Das hat hier nichts mit dem Forschungsassistenten zu tun. Den kann man auch nicht kaufen. Man kann sich alle paar Level einen neuen Großmeister-Zauberspell aussuchen. So, wir sehen hier schon, wir haben so nahezu alles auf Meister. Das gibt's nicht. Meister, den haben wir ja eben gerade bekommen. Hier, Feuersturm 3, Master. Also den haben wir nämlich nur auf Experte, den können wir jetzt auf Meister machen oder Master im Englischen. Und hier seht ihr diese grüne Schrift, 3 Tage, 10 Stunden. So. Das läuft jetzt ab, dieser Timer. In 3 Tagen und 10 Stunden kann ich dann wieder, wie eben gerade, diesen Spell anfordern. Und wir haben ihn dann auf Meister und können den nächsten anklicken. So, damit begrüße ich euch jetzt endlich richtig zur nächsten Folge EverQuest 2. Wir sind hier bei der EverQuest Fumbis gestohlene Waren. Ich muss den Silberreifen einem großen Fisch im See abjagen. So, bevor ich das jetzt mache, muss ich nochmal was anklicken. Denn ich habe ganz vergessen, meine Timer zu aktivieren. Und so weiß ich nicht, wann die Folge rum ist. So, ich hoffe, der läuft jetzt. Ich sehe es nicht richtig, weil es schon wieder dunkel ist in meinem Zimmer. Aber ich gehe jetzt einfach mal zum Teich, beziehungsweise zu dem See und hoffe mal, dass der Fisch da ist. Denn der ist zumindest früher ultra rar gewesen. Die Erbequest an sich ist schnell gemacht. Aber wenn die Gegner, die man braucht, natürlich nicht da sind, dann kann man schon mal Stunden damit verbringen. So, sieht nicht so aus, als wäre er da, obwohl, weil da war doch was hier, oder? Dreckflosser. Eine große Muldenschwanzforelle. Die machen wir jetzt erstmal leer hier, die Jungs. Also wir machen den See mal leer, nicht die Jungs. Dass dann der Gute spawnt. Noch ein Dreckflosser.
eine Muldenschwanzforelle. Die schmeckt bestimmt gut. Schön geräuchert. So, haben wir hier noch einen. Da ist er doch, der Beißer. Also ihr seht, das ist ein richtig fetter Fisch. Und der beißt auch ganz gerne. Ich zoome mal hier ein bisschen ran. Man sieht ihn jetzt nicht gut, weil er halt unter Wasser ist. Der würde mich natürlich normalerweise auch angreifen, aber ich bin halt ein wenig hoch im Level. Und deswegen greift er mich nicht mehr an. So, der ist hier noch, und ihr seht schon, der hat eine ganze Menge ausgehalten, obwohl er deutlich über 10 Level unter mir war. Also das ist ein harter Brocken, wenn wir dem im gleichen Level begegnen würden. Wir sollen jetzt wieder mit Fumbi sprechen und deswegen reite ich gerade wieder zurück hier mit unserem Feuerwalk und schau mal, wie die Quest weitergeht. Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn ich es dann lese, fällt mir es hier bestimmt wieder ein. Aber momentan weiß ich den nächsten Step nicht auswendig. Und da ist er auch schon, zu erkennen an diesem rot leuchtenden Buch mit der Feder. Es ist soweit. Habt ihr den Silberreifen? Ja, hier habe ich ihn. Wo ist meine Belohnung? Belohnung? Wir haben noch nicht alle Gegenstände gefunden. Was meint ihr? Habt ihr das Medaillon denn nicht bekommen? Nun, nein. Aber ich habe es gefunden. So ein stinkender kleiner Halbling hat es. Und er will es mir nicht geben. Manche Leute haben vielleicht Nerven. Ihr Name ist Belindis Sturmruf, ich weiß es, denn sie sagte, ich werde euch zerschmettern, weil ihr dieses Medaillon habt, kleiner dreckfressender Dieb. Oder ich will nicht länger Belindis Sturmruf heißen. Nun ja, oder so etwas in der Art. Hat sie euch zerschmettert? Ja, und es war schmerzhaft. Wollt ihr das Zeichen sehen? Nein, ich gehe weiter. Schön, dann holt euch jetzt einfach von ihr zurück. Dann holt es euch einfach von ihr zurück und ihr werdet eure Belohnung von mir erhalten. Ich werde euch hier treffen. So, ich muss mit Belindis Sturmruf sprechen. Ja, da kann ich mich jetzt leider nur noch ungefähr dran erinnern. Die ist nämlich in einer von dieser Hütte hier. Von diesen Hütten. Hier stehen ab und zu so Hütten rum. Ich gebe das jetzt mal hier in die Suche ein. Belindis. Nee, Belindis. Gut, das müsste sein. Das heißt, wir sind hier oben. Wir müssen jetzt ein ganzes Stück marschieren. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Angreifen tun uns hier sowieso niemand mehr, weil da sind wir einfach schon zu hoch. Dann betrachten wir uns einfach diese schicke Landschaft der verzauberten Lande. Hier bin ich wirklich gerne, weil das ist halt sowas, was mir sehr gut gefällt. Ich mag keine Häuser, keine Gebäude oder sonst was. Mir gefallen hier so waldähnliche Landschaften. Da stehe ich drauf. Und deswegen ist es auch bei Rift. Das spiele ich ja momentan auch, falls ihr euch das betrachtet. Da bin ich ja auch schon seit, keine Ahnung, seit unzähligen Folgen in einem Waldgebiet. Und das gefällt mir auch sehr gut. Und ich hoffe, dass das Waldgebiet auch noch möglichst lange anhält. Weil so Schneelandschaften und so, die auch noch kommen, habe ich schon gehört, die gehen dann nicht so an mich. So, wir haben hier ein Fragezeug. Fragezeug ist eine Mischung zwischen einem Fragezeichen und einem Feuerzeug. Gut, wir haben hier ein Fragezeichen gefunden und haben es jetzt auch in unsere Sammlung eingefügt. So, jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken. Ah, mehr sind richtig. Die müsste hier in diesem kleinen Häuschen sein. Hier ist noch ein Fragezeichen. Werde ich mir auch noch gönnen. Ein purpurrotes Blatt des verzauberten Ahorns. Und auch das haben wir noch nicht. Also nehmen wir es in die Sammlung. So, ihr steigt mal hier von unserem Walk ab. Weil sonst verliert man den Überblick, wenn wir hier in das kleine Häuschen reingehen. So, da ist niemand. Aber oben hoffe ich. Belindis
Sturmruf, genau, da müssen wir hin. Und das sind halt alles so Halblinge hier und deswegen muss ich hier die ganze Zeit mehr oder weniger gebückt laufen, weil denen hier ihre Hütten immer so klein sind. Haltet euch fern von mir. Ihr seid wahrscheinlich genauso verderbt wie die anderen und ich werde es nicht darauf ankommen lassen. Hört ihr, was ich sage? Seid ihr Belindis Sturmruf? Wer will das wissen? Und ich falle nicht auf die Tricks eines Unholds herein. Ich habe mein Leben nicht gerettet, um es gleich wieder zu verlieren. Der Goblin Fumbi möchte sein Sturmwolken-Medaillon zurück. Ihr arbeitet also für diesen kleinen Kriecher? Das macht aus euch zwar keinen Verderbten, aber einen sehr dummen Kerl. Na, eigentlich bin ich gar kein Kerl, aber gut. Bitte entschuldigt meine Nervosität, aber ein Sturmhirte kann in diesen Tagen einfach nicht vorsichtig genug sein. Wie dem auch sei, das Medaillon befindet sich nicht in meinem Besitz. Batz Tarok hat es. Es zerbrach in seiner feurigen Hand, als er nach mir greifen wollte. Ich kam nur knapp mit dem Leben davon. Also muss ich jetzt Batz Tarok ausfindig machen? Wo ist er? Ihr wollt euch nicht mit dem Nachtbluten einlassen. Ihr werdet dabei sterben. Glaubt mir, wir haben versucht, sie zu bekämpfen und es hat keinen Zweck. Ihr seht doch, wie sie das Nebeldickicht verdorben haben. Wenn man bedenkt, wie friedlich und schön dieser Ort einmal war. Ich will dieses Medaillon zurückhaben. Wo finde ich Batz Tarok? Ihr findet ihn nicht. Er findet euch. Ich sehe schon, ihr seid sehr stur, was diese Sache betrifft. Also werde ich euch sagen, wie ihr seine Aufmerksamkeit auf euch lenken könnt. Geht in den Nordosten des Gebiets und tötet seine Lamia-Diener. Vernichtet in kürzester Zeit so viele, wie ihr könnt. Dann wird er es erfahren. Batz Tarok hält sich nicht lange in dieser Welt auf. Er ist sehr stark, aber er fürchtet den Tod. Ihr dürft dem nicht allein gegenübertreten, oder ihr werdet mit Sicherheit getötet. Ich will dieses Medaillon zurückholen. Viel Glück. Alles Gute für euch. Wir werden uns nicht wiedersehen, aber es war schön, euch zu treffen. So, und jetzt müssen wir Lamia-Diener besiegen. Lamia-Diener, die sind wieder da, wo auch der Fumbi ist, also in der Nähe. Das heißt, wir reiten da jetzt gerade wieder zurück, nachdem wir uns dieses Fragezeichen hier geholt haben. Es gab hier auch mal eine Stelle mit einem Timer, das heißt, unter Zeitdruck muss man das tun. Aber hier ist kein Timer, also scheinbar gibt es auch keinen Zeitdruck. Es kann auch sein, dass es erst der nächste Step ist, ich weiß es nicht mehr. Oder sie haben den Timer ganz entfernt, das kann natürlich auch sein. Den Leuten von Sony, den Drausch mittlerweile alles zu. So. Da liegt noch was. Ein Ausrufezeichen. Was haben wir denn hier Schönes? Die Sturmhirten. Tamin Weidenpeitscher, Seite 3. Auch das ist eine Sammlung. Aber eine andere halt Buchseitensammlung. So, wir gehen hier weiter Richtung Osten. Bis wir wieder an den Fluss kommen. Und von da aus müssten wir dann auch gleich zu den Lamias kommen. Hier hinten ist nämlich eine Höhle. Und da stehen schon welche. Das sind die nämlich hier. Da stehen jede Menge sogar. Und die kleinen Ratten wieder hier. Wir nehmen uns erstmal die Lamia-Todessänger vor. Jetzt beginnt der Timer. Und zwar haben wir 20 Minuten Zeit, 15 Lamia-Diener zu töten. Hier ist der erste. Und zack. Man müsste es eigentlich schaffen können. Also ich habe es ja schon öfters geschafft. Wenn man hier und da welche findet. Ich finde allerdings momentan überhaupt keine. Da ist wieder einer. Und eine ist noch hinter uns, sehr gut. So, du bist auch hin. Ich gehe mal hier von dem Walk runter, man sieht ja überhaupt gar nichts. So, schon besser. So, nächster. Noch 10 Stück. Da ist ja noch jemand. Sag mal, übersehe ich die alle oder bin ich blind oder was?
Okay, noch 9 Stück. Und hier ist die nächste. Und wieder die nächste. Verloren mit einer weiteren Rückseite. Das können wir machen, wir haben noch genug Zeit. Sturmjuwel aus Schwarzmetall bietet den Quest den Stromanzapfen ab und ist dafür erforderlich. Das nehmen wir mal mit, das können wir bestimmt noch gebrauchen. So, wir gehen hier weiter und brauchen noch 6 Stück. So, Mist, schon tot. Gehen wir mal in die Richtung hier. Also draußen sind auch noch welche, sind nicht nur welche hier in der Höhle, sondern auch draußen. Da könnte man dann, wenn wir hier keine finden, notfalls auch nochmal danach suchen. So. 5 Stück benötigen wir noch. Da liegt wieder eine Tote, hier waren wir ja schon. Da kann ich mich doch dran erinnern, Mensch, wir sind im Kreis gelaufen. So wird das nichts, Freunde. So, wir könnten hier abbiegen, wir könnten auch hier weitergehen. Das ist halt die Frage, wo sollen wir hingehen? Hallo? Mach mal hin jetzt hier. Ah, wenigstens 2 Stück. Dann nehmen wir mal den hier. Blut und ein Opal-Amulett, das wir zu Geld machen können. Gut, wir gehen hier weiter. Was gibt's hier Schönes? Da waren wir schon, definitiv. Und hier. Ich laufe doch bestimmt die ganze Zeit im Kreis. Aber vielleicht haben wir ja Glück und hier geht's auch rein. Und es spawnen wieder welche. Was ist das hier? Sackgasse oder was? Es ist auch interessant, ob wir dann den Ausgang wieder schnell genug finden. So, was haben wir hier? Ja, die Kamera springt immer so ein bisschen hin und her. Also hier waren wir doch jetzt auch schon 5-mal. Da gehen wir zurück, weil hier war doch irgendwo der Ausgang. Wir sind hier rein. Hier ist ein Weg. Eine Sackgasse. Hier ist auch ein Weg. Da geht es wieder nach außen. So, und da sind noch Lamias, glaube ich, hinterm Haus. So, und diese 3 Stück, die sollte man finden. Ah, hinterm Haus. Hinter dem Berg. Ich bin auch ein Depp, ehrlich. Lamia Todessänger. Stück müsste passen. Ich muss Bastarok töten, bevor er verschwindet. Der stand hier im Frühjahr immer hier oben irgendwo. Gucken wir mal. Der hier auch irgendwo ist. Weil die Zeit läuft uns jetzt davon. Da hinten steht doch jemand. Ist er das? Bastarok. Entschuldigung. Bastarok, der Verderber. Er greift doch an, der Kerl. Dann kriegt er es einmal hier. Den schönen Eiskomet, den habe ich mir extra für dich aufgehoben.
So. Dieser Schritt wäre erfüllt. Wir müssen jetzt wieder zu Belendis sprechen. Mit Belendis sprechen. So, wir können ja mal... Nee, können wir nicht. Wir gehen mal hier lang. Damit ihr mal was anderes seht, wie immer den gleichen Weg. Das sieht zwar nicht so viel anders aus, aber zumindest waren wir hier noch nicht. Aber da können wir jetzt nicht hoch. Ups. Hatte ich wieder einen kleinen Ruckler. Gut, jetzt müssen wir doch wieder hier entlang gehen, weil ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Doch, da kommen wir hoch. Tatsächlich. Die Beobachter der Leere. Die sind auch immer wieder lustig. Wenn man die nämlich tötet, dann fällt das Auge, der Augapfel vorne raus. Das sieht auch ganz witzig aus. Und das hier, das war früher eine ganz gemeine Stelle mit diesen Goblins. Weil die haben sich nämlich auch hier im Haus versteckt. Und wenn man da nicht aufpasst, ist man ruckzuck umzingelt, dann machst du einen platt hier. So, wir müssen nochmal weiter hier nach Süden. Wieder zu Belendis. Belendis. Der behäbige Abfluss, das ist auch noch kein schlechter Name für so einen See. Für so einen Fluss, meine ich. Ihr seht hier schon auf der Karte, da leuchtet das Büchlein. Ja, und wir steigen auch wieder ab von unserem Walk. So. Guten Tag, Belendis. Ihr seid zurück und ihr seid am Leben. Ich glaube es einfach nicht. Bad Starhawk war einer der Anführer der Nachtblute. Sie können besiegt werden. Durch euch habe ich wieder Hoffnung. Abenteurer. Ich werde dieses Medaillon jetzt Fumbi übergeben. Bitte, wartet noch einen Moment. Dieses Symbol ist mir und den Sturmhirten heilig. Es ist einer der wenigen Symbole von Karana, das wir besitzen. Ich bitte euch, überlasst es nicht dieser kleinen Bestie. Ich bezahle euch dafür mit meinem eigenen Geld, bitte. Fumbi sagt, wenn ich ihm bei der Suche nach dem verlorenen Tanz helfe, wird er mich reichlich belohnen. Das ist alles, was das Medaillon ihm bedeutet? Ein Tanz? Wie wäre es, wenn ich euch bezahle und euch etwas anderes gebe, das ihr empfangen könnt? Das wird funktionieren. Ich kann den Goblin sowieso nicht ausstehen. Hier ist das Geld. Ihr könnt ihm dieses leere Yum-Yum-Galerglas geben. Oh, er wird kein Galerglas akzeptieren. Natürlich wird er das nicht. Sagt ihm, dass es sich um eine sehr seltene Sturmhirtenurne handelt. Das wird er mit Sicherheit glauben. Da habt ihr wohl recht. Gut, jetzt muss ich ihm also so einen Schrott geben. Und da der Goblin ein bisschen dumm ist, es wäre ja kein Doblin, wird er das auch akzeptieren. Heißt, Walk auspacken und wieder hinreiten. Und das war dann auch, glaube ich, der letzte Step dieser Quest. Das machen wir auch noch fertig in dieser Folge. Auch wenn die 20 Minuten fast schon wieder rum sind. Das macht aber nichts, weil, wie gesagt, dann haben wir das komplett in dieser Folge. Wir haben auch Glück gehabt, dass der Beißer da war. Der Beißer, das war der große Fisch am Anfang der Folge. Das war früher unglaublich. Da mussten wir tagelang hier warten. Immer wieder gucken, ob er jetzt da ist. Und wenn man da Pech gehabt hat, dann war er nach 2 Tagen da und dann hat gerade eine Gruppe vorher den erlegt gehabt und man konnte wieder 2 Tage warten. Deswegen hat EverQuest auch den Spitznamen Everwait, weil einfach sehr viele Teile aus Warten bestanden haben. Wobei das natürlich auch sehr schön war, denn wir waren meistens in Skype zusammen, 3, 4 Leute, manchmal auch noch mehr, 5 Leute. Und dann haben wir natürlich immer schöne Witzchen gemacht und so, während wir gewartet haben. Also es war schon eine schöne Zeit. Da seid ihr, habt ihr das Medaillon? Nein, aber ich habe etwas viel Besseres für euch. Eine seltene Sturmhirtenurne. Wow, wirklich? Das ist wirklich besser als ein dummes altes Medaillon. Es muss sich hierbei um ein wirklich magisches Artefakt handeln. Oh ja, das ist es, das ist es. Ich werde es in meine neue Tasche zu meinen anderen Sachen legen. Während ich auf eure Rückkehr gewartet habe, habe ich euch eine neue Tasche gefertigt. Die andere war ein Stück Schrott und mit Schrott kenne ich mich nicht aus. Das ist großartig. Wo ist meine Belohnung?
Ich habe Fumbi geholfen, all seine verlorenen Gegenstände wiederzufinden. Und letztendlich habe ich die ganze Arbeit erledigt. Er dachte, er würde ohne eine Belohnung davonkommen. Aber die Tasche, die ich erhielt, war viel nützlicher, als er es sich vorstellen konnte. Genau, wir haben nämlich hier eine 20-Slot-Tasche bekommen. Oh, das sagt mir jemand kratzen. Ich habe gar nicht Hallo geschrieben vorhin. Dann holen wir das jetzt nochmal nach. Genau. Die Erbe-Quest ist um. Wir suchen uns die nächste Erbe-Quest. Die Tasche, die hängen wir wahrscheinlich wieder an die Wand. Weil wir haben jetzt bessere Taschen. Früher war das eine richtig geile Tasche. Mittlerweile, sagte ich ja in der letzten Folge schon, gibt es halt bessere. Aber zum an die Wand hängen ist es natürlich immer gut. Okay. Dann hoffe ich, es hat euch ein wenig gefallen. Mir hat es heute wieder viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.